Silvius hat wahrscheinlich gestern jeder mitbekommen, dürfte an keinem Leben vorbeigegangen sein. Und dementsprechend müssen wir und wollen wir das natürlich heute auch vor diesem Spiel nochmal kurz thematisieren. Das macht für uns der Präsident des Bayerischen Fußballverbandes, Dr. Rainer Koch, steht schon neben mir. Ich glaube, jetzt sind auch fast alle hier am Platz. Dann übergebe ich mal das Mikro, wo wir sind. Liebe Fußballfreunde, liebe Spieler aus Unterhaching, aus Garching, liebe Jugendmeister aus Bezirk Oberbayern, wir sind heute alle tief erschüttert über das, was gestern Nacht passiert ist. Wir sind schockiert, wir trauern und gedenken der Toten. Es sind auch Tote aus der bayerischen Münchner Fußballfamilie mit darunter. Und es ist heute früh mir und den Kollegen von den Clubs und dem Verband nicht leicht gefallen, zu entscheiden, ob wir dieses Spiel heute durchführen wollen. Viele sind fassungslos, viele sind sprachlos. Aber Sprachlosigkeit ist jetzt nicht die richtige Antwort. Wir müssen deutlich machen, wofür wir stehen, wir müssen zusammenstehen, so wie wir das jetzt hier demonstrieren. Und ich habe mich auch entschieden mit meinen Freunden aus Unterhaching und Garching, dass wir heute auch stellvertretend für die vielen, vielen Polizeikräfte, die gestern Abend großartigen Dienst geleistet haben, hier zwei Polizeibeamte heute mit zu uns nehmen, um Danke zu sagen. Dafür, dass sie gestern Abend sich so sehr eingesetzt haben, dass wir heute wieder in Frieden weiterleben können und deutlich machen, dass wir in Bayern in Sicherheit leben. Wir sind herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, Sprachlosigkeit ist genau das falsche Zeichen. Und Fußball ist viel mehr als 1:0. Das sagen wir oft einfach so. Und heute können wir es demonstrieren, dass Fußball viel mehr ist als 1:0, viel mehr ist als 90 Minuten. Heute ist nicht der Tag, ein großes Fußballfest mit lauten Songs zu feiern. Aber heute ist der Tag, wo wir deutlich machen können, dass der Fußball für alle da ist, dass es dem Fußball egal ist, wer gegen ihn tritt. Im Gegenteil, der Fußball möchte, dass jeder mit ihm spielt. Und deswegen ist dieses Spiel der richtige Anlass für unsere Werte, für die wir alle stehen, in Deutschland einzustehen. Nämlich für Einigkeit, für Recht und für Freiheit. Und deswegen haben wir uns entschieden, die Sprachlosigkeit von uns allen heute zu überwinden, indem wir jetzt die deutsche Nationalhymne abspielen und vielleicht uns alle auch gemeinsam an den Händen nehmen. Vielen Dank und jetzt die deutsche Nationalhymne. Zurück, die Jugendlichen auf die Tribüne und dann geht's los.